herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Kaffee Racer Steak. Herzliches Willkommen auch an alle neuen Abonnenten. Und jetzt muss ich es wieder erwähnen, komischerweise werden wir immer mehr Abonnenten, was mich freut. Wirklich herzliches Dankeschön. Allerdings sind wir jetzt nur noch 84%, also 84% sind keine Abonnenten. Also das bedeutet für dich, wenn du das Video schaust, drück doch unten mal auf den Abo-Button, häng dir die Glocke direkt um, so verpasst du kein Video mehr von mir. Und schaller doch direkt mal den Daumen raus. Ja, dir tut es nicht weh und mir hilft es weiter. Starten wir hier mit dem Motor. Ihr seht, der hat es jetzt auf diese neue Arbeitsfläche geschaffen. Allerdings muss er jetzt auch gleich wieder runter. Aber jetzt kommen wir erstmal auf den Motor zu sprechen. Der hat ja die letzten Jahre oder Jahrzehnte keine Liebe bekommen. Sprich, ich hatte zwei Möglichkeiten. Mich hinzusetzen und den per Hand zu putzen oder Eis strahlen zu lassen. Allerdings habe ich da mal ein Angebot angefragt und er wollte 150 Euro haben. Dafür war ich jetzt aktuell zu geizig. Ihr wisst ja, das soll ein Daily Driver werden, eigentlich ein Low-Budget-Projekt, allerdings eskaliert es gerade schon wieder. Und dann habe ich mich für mich entschieden zu sagen, okay, ich hocke mich hin und reinige den Motor. Ich habe jetzt 3 Tage gebraucht, zwischen 2 und 4 Stunden. Und er ist noch nicht perfekt, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal ran. Und ihr seht schon, oben hier am Ventildeckel sind quasi ja der Kopf. Das ist ein bisschen schwierig hier zu sagen, aber ich sage jetzt einfach mal, der Großteil vom Ventildeckel ist einfach dieses Trümmer hier und ihr seht schon, da ist noch Schmutz dran. Aber ihr müsst euch vorstellen, der Motor war komplett, wie hier, komplett so verschmutzt. Also da war wirklich massivst Schmutz dran, vor allem auch natürlich in den Kühlrippen, egal ob man den Motor dann lackieren möchte oder eben nur sauber bringen möchte. Das ist eine Heidenarbeit. Aber im Großen und Ganzen ist er jetzt schon sauber. Gemacht habe ich das wie immer mit so Schleifvlies, da komme ich relativ gut rein. Zur Unterstützung einen schmalen Schraubenzieher, dass ich wirklich auch hinten an den Motor an sich rankomme und wirklich den Schmutz lösen kann. Und dazu habe ich auch noch hier so einen Bike Cleaner gehabt, das ist einfach ein Reinigungsmittel eben. Hat wirklich echt gut funktioniert, allerdings war es halt wirklich eine Schweinearbeit, vor allem halt in die ganzen Ritzen, Kanten und Ecken reinzukommen. Unter anderem habe ich auch noch hier solche Schleifaufsätze, die gibt es bei AliExpress oder Amazon, keine Ahnung. Könnt ihr mal gucken, 20er, 30er, 40er, 50er Packungen in verschiedenen Körnungen logischerweise. Und mit denen konnte man natürlich auch relativ viel machen, allerdings verschleißen die auch relativ schnell. Also ihr seht, das war eine komplette Packung, das ist jetzt noch übrig geblieben, also ich schätze mal, die Hälfte habe ich bestimmt schon verballert, aber ist okay, Hauptsache der Motor ist sauber. Und ich habe mir jetzt auch den Motor schon mal ein bisschen, nur ein bisschen genauer angeguckt und wie auch schon im letzten Video erwähnt, ist er hier, wie gesagt, der Steuerkettenspanner, das Problem eigentlich so des Motors. Und ja, was machen wir jetzt im Prinzip? Ich habe mir das alles ein bisschen angeguckt, der Steuerkettenspanner bleibt. Meiner Meinung nach kann man den wiederverwenden. Er ist noch nicht abgeknickt und noch nicht verschlissen, meines Erachtens nach. Von daher wird man den wieder benutzen. Dann kann man natürlich noch die Schienen, die Führungsschienen tauschen, wie bei den meisten Motoren, und natürlich die Steuerkette. Und ich werde jetzt so vorgehen, ich muss hier oben sowieso den Ventildeckel, wie auch immer, runternehmen, um die Steuerkette zu tauschen. Also die Steuerkette kommt raus, die Schienen bleiben, meines Erachtens sind die noch gut. Steuerkettenspanner können wir auch übernehmen. Allerdings müssen wir natürlich diesen Steuerkettenproblemlöser einbauen. Und da gibt es jetzt wieder eine Neuerung, und zwar hier bei meinen ganzen neuen Teilen. Und zwar habe ich ja hier den Steuerkettenproblemlöser mir besorgt. Also SPKL oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Und eben hier diese andere Ausführung ist natürlich auch um einiges teurer. Also den kriegt man um die 30 Euro, der kostet natürlich schon über 100 Euro. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Ausführung ist mir persönlich jetzt, wenn ich mich da einlese und mir die ganze Sache eigentlich mal angucke, lieber. Vor allem heißt, bei dieser Ausführung wird generell die Steuerkette bzw. die Schienen, wie man es auch mal sehen möchte, sauberer geführt. Also führt zu weniger oder kaum Verschleiß, und von daher möchte ich eben diese Variante ausnutzen. Unter anderem habe ich noch gesehen, in meinen Unterlagen kam hier mal eine neue Kupplung rein. Dadurch muss ich nochmal nachschauen, aber wenn wir natürlich die Kupplung ausbauen, werde ich die auch natürlich gleich kontrollieren. So viel zum Thema Motor. Hier unten drunter sind die ganzen Federgabelteile, die sind alle schon komplett vorbereitet, gesäubert, wie ich es auch schon gesagt habe. Gabel
Rohre poliert, was auch immer. Es ist wirklich alles picobello. Ihr seht hier die Schrauben, die sind wieder sauber. Also wirklich fertig zur Montage. Und jetzt kommt es zum interessanten Teil. Ich bin gerade eben schon mal vorbeigelaufen und ihr seht, hier steht die erste Kiste vom Pulverbeschichter. Und jetzt denkt ihr euch, ja, warum pulverbeschichtet? Ich habe ja mal gesagt, dass ich das alles polieren möchte und ich sage euch, nein, okay. Ich habe mich anders entschieden und warum? Wenn ihr wirklich die ganzen Deckel, was ich jetzt hier pulverbeschichten habe, lassen, Rohre etc. pp., da sind noch mehr drunter, unter anderem auch die Radnaben, da wäre ich wirklich einige Tage dran gestanden und wahrscheinlich wäre das Ergebnis nicht zufriedenstellend gewesen, also zumindest nicht für mich, weil es ist natürlich immer schwierig, hier in solche Ecken und Kanten, in diese Rundungen reinzukommen und polieren, dass es wirklich ein sauberes und ordentliches Ergebnis ist. Das ist jetzt Chrompulver, nennt sich das. Hier habe ich auch schon die Radlager eingeschlagen. Hoppala, gehen wir mal hin. Da seht ihr es, wie immer, natürlich die Radlager aus dem Kühlfach rausholen, also aus dem Tiefkühlfach. Könnt ihr auch mit dem Kältespray arbeiten, dann macht ihr eben das Gegenstück, in dem Fall die Radnaben, warm. Und dann gehen die Radlager eigentlich relativ schön ran. Ich muss sagen, so gut wie hier gingen sie bis jetzt in noch kein Moped von alle, die ich restauriert habe, rein. Komischerweise. Also wirklich eine saubere Geschichte. Die ganzen Radlager, falls ihr es wissen wollt, hier liegen sie. Unter anderem eben alles andere, was man auch noch braucht, ist von agrolager.de, nennt sich die Firma, glaube ich. Also da kriegt man alles, wenn man weiß, was man möchte, in jeglicher Ausführung. Und ich würde jetzt sagen, ich nehme hier mal einen Teil und dann geht man hier auf die Werkbank und ich zeige euch mal den Vergleich zwischen diesem Chrompulver und dem echten Chrom. Ich habe ja hier das Hebelwerk liegen von der Fußrastanlage und dann habt ihr einfach mal den Vergleich. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Radnabe zu nehmen, ganz einfach aus dem Grund. Wir haben hier mehr Ecken, Rundungen, dass ihr wirklich mal die Spiegelungen seht, wie sich das unterscheidet zwischen Chrompulver und echten Chrom. Was ihr hier seht, ist natürlich verschmutzt. Aber man hat einen Vergleich. Und ihr seht schon, der Unterschied ist schon deutlich, sofern man das auf der Kamera sieht. Oder jetzt bei euch auf dem Bildschirm. Und ich möchte behaupten, dass es eher rein optisch wie poliert wirkt. Also wenn man weiter weg ist, definitiv poliert. Wenn man näher rangeht, ja, dann sieht man natürlich eher so eine Lackoberfläche. Logischerweise so eine Art Orangenhaut, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich jetzt hier stehe, würde ich sagen, eindeutig poliert. Wo ich ja auch sagen muss, stört mich jetzt persönlich nicht, weil ich wollte es so oder so polieren. Von daher ist die Oberflächengüte genauso, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, voll in Ordnung. Gut, wie gesagt, jetzt haben wir hier einiges an Teile, die wir natürlich zusammenbauen müssen. Wie hinten, das ist ja die Bremsenseite, wo die Bremsbacken drin hängen. Wir haben den Kupplungsdeckel, wir haben die Federgabel, die wir zusammenbauen müssen. Und da nehme ich euch ja mehr oder weniger mit. Also wenn ich einen Fortschritt habe, werde ich es zeigen. Allerdings kommt ihr jetzt ins Spiel. Und jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Möchtet ihr im nächsten Video die Lackfarbe bzw. die restlichen Teile, die in Farbe gepulvert worden sind, sehen? Wenn ja, schreibt es mal bitte unter das Video, also ja oder nein. Je nachdem werde ich mich auch danach richten. Für alle anderen, die mir auf Instagram folgen, falls du es noch nicht tust, mach es natürlich jetzt, werde ich da auch nochmal einen Post machen, wo ich dann eben frage, möchtet ihr jetzt quasi die restlichen Teile in Farbe sehen, ja oder nein. Wie gesagt, ich mache mich an die Arbeit, wenn es einen Fortschritt gibt, sehen wir uns. Wir müssen das Video anders gestalten als gedacht und ihr seht schon die Firma Tankdock und hier oben steht Werbung. Und warum? Es kommen gewisse Teile nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe. Und natürlich geht mir jetzt der Arsch auf Grundeis, um wirklich die Deadline einzuhalten. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen. Ich gebe natürlich alles dran, dieses Projekt bis zum 1. Mai durchzuboxen. Allerdings ist das Projekt wieder so umfassend und ihr werdet auch sehen, warum und was ich wieder alles mache, dass es einfach zeitlich wieder extrem ausschlägt. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir kommen jetzt mal zur Firma Tankdock. Die habe ich ja schon mal gezeigt in einem anderen Video von mir, wo ich zeige, wie ich einen Tank beschichte. Allerdings ist das Video leicht abgehackt, glaube ich, weil irgendwann mal die GEMA reingeknallt hat mit Musikrechten, was davor nicht war. Jetzt wollte ich eigentlich bei diesem Tank, den ich jetzt schon beschichtet habe, natürlich wieder mit der Firma Tankdock zusammen, auch wieder ein Video machen. Allerdings habe ich einfach keine Zeit, wirklich den Tank nochmal ausführlich zu zeigen, wie man den beschichtet. Da, jetzt gehen wir mal an die Werkbank, da wirklich viel Zeit ins Land geht, wenn ihr den Tank beschichten möchtet. Also unterschätzt die Arbeit nicht. Ich würde davon wirklich mal ausgehen, dass ihr da einen halben Tag mindestens braucht, eher einen Tag, wenn der Tank natürlich einen schlimmen Zustand hat. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden, wie der Tank innen eher aussieht.
Wie gesagt, umso länger sind die Einwirkzeiten. Natürlich braucht ihr dann auch im Nachgang länger zum Föhnen oder generell zum Föhnen, und das Beschichten dauert natürlich auch. Also das dauert schon, dieser Prozess. Es ist nicht mal hoppla hopp gemacht. Aber wie ihr schon seht, das Paket ist leer oder schon geöffnet. Wie gesagt, der Tank ist schon beschichtet. Und jetzt schauen wir mal da rein. Herzliches Dankeschön nochmal an euch von der Firma TankDoc, dass ihr mir das ja zur Verfügung gestellt habt. Ihr seht ja, Aufkleber waren dabei. Mal wieder ein Duftbaum, ein Cuttermesser war wieder beigelegt, und jetzt kommen wir mal zu der Tankbeschichtung selber. Normalerweise befinden sich in dem Paket logischerweise, wenn ihr das komplette Set bestellt, drei Dosen. Und zwar einmal der Reiniger, hier fangen wir an, und ihr hört schon, da ist nichts mehr drin. Mit dem fangt ihr an, das ist Step 1. Dann kommt der Step 2, das ist der Entroster. Hier steht es drauf, einmal der Entroster, ist auch leer. Und dann kommt natürlich die Versiegelung. Dazu kriegt ihr natürlich noch mal eine ausführliche Beschreibung, wie ihr das alles hier machen könnt. Da steht es eh schon, habe ich richtig aufgeschlagen. Punkt 1 reinigen, Punkt 2 entrosten, dann schlagt mir hier um, und dann kommt die Vorbereitung zum Versiegeln und das Versiegeln an sich. Das ist wirklich perfekt beschrieben. Wenn ihr euch dann noch mal unsicher seid, könnt ihr euch gerne das Video von mir angucken. Das seht ihr dann auch noch mal, dass quasi ja in Bild und Farbe, wie das funktioniert. Und ja, haltet euch einfach an diese Beschreibung, möglichst genau durchlesen und dran halten, dann kann da auch nichts schief gehen. Ansonsten, was ihr noch braucht, ist natürlich irgendwie ein Thermometer. Ihr kennt ja meins vielleicht vom Video, wenn nicht, wie gesagt, schaut es euch an. Es soll ja immer in einer gewissen Gradzahl sich bewegen, quasi das Entrosten, das Reinigen und so weiter. Und meistens bewegen wir uns so zwischen 60 und 70 Grad, aber wie gesagt, steht alles in der Beschreibung drin. Und ihr braucht natürlich auch noch was zum Verschließen für den Benzinhahn, also beziehungsweise wo der Benzinhahn dran ist, und natürlich auch für euren normalen Tankverschluss. In dem Fall habe ich mir dieses Mal diesen Korken genommen, da seht ihr auch noch die Beschichtung. Wie gesagt, ich habe jetzt wieder ja, dieses Grau genommen, nehme ich immer, komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Und oben habe ich einfach den normalen Tankverschluss genommen, den könnt ihr auch mit einer Folie abdecken. Im besten Fall ist natürlich, ihr habt einen alten Tankverschluss oder ihr tauscht im Nachgang die Dichtung, dann spielt es auch keine Rolle. Dann versaut ihr euch eben die alte Dichtung, tauscht dann, wenn ihr fertig seid, die gegen eine neue aus und alles ist wunderbar. Dazu braucht ihr vielleicht noch so einen kleinen Reisetauchsieder. Ich habe den mal über eBay Kleinanzeigen gebraucht, ja, erstanden, und der passt gerade so in die meisten Tanköffnungen oben rein. Da müsst ihr natürlich auch aufpassen. Ihr könnt natürlich auch mit stetigem heißen Wasser nachgießen, die Temperatur erhalten. Wenn der Tank noch nicht final lackiert ist, könnt ihr natürlich auch mit einem Föhn arbeiten, die Hitze da reinzubringen. Also da müsst ihr gucken, wie gesagt, kommt auch auf den Zustand eures Tankes an, wie lange dann eben die jeweiligen Komponenten einwirken müssen. Jetzt kommen wir nochmal zu der Farbe, habe ich gerade drauf schon mal gesprochen, welche Farben es gibt. Also wie gesagt, ich benutze immer dieses ja, hellgrau, lichtgrau, wie auch immer sich die Farbe jetzt genau schimpft. Und es gibt auch noch in dieser Farbe diese Beschichtung. Ich nenne das immer Grundierrot. Wie gesagt, lichtgrau. Und jetzt gibt es eine Neuerung, und zwar schwarz, habe ich mir sagen lassen, von der Firma TankDoc. Finde ich cool. Also wenn jemand sein Projekt so gestalten möchte, dass es irgendwie farblich dazu passt, oder nicht möchte, wenn man den Tank öffnet, dass einen da ja ein grauer Tank innen drin oder ein roter Tank anlächelt, dann kann man jetzt auch die Farbe schwarz nehmen. Ich begründe jetzt nur, warum ich immer dieses Lichtgrau nehme oder generell auch zum Lackieren oder Vorbereiten dieses Beige, weil ich für mich einfach dann in dem Tank besser sehe, ist Schmutz drin. Irgendwann mal irgendwie durchs Auf- und Zumachen, was der Geier, sehe ich natürlich auf diesem Untergrund ja dunkle Partikel besser, wie wenn ich es jetzt auf einem dunklen Untergrund sehen würde. Und ich für mich persönlich muss natürlich sagen, mir gefällt jetzt dieses ja, Grundierrot persönlich nicht, aber das geht auch immer ums Projekt. Bei meinen jetzigen Projekten hat es eben noch nicht gepasst. Ja, der Tank ist beschichtet. Im Prinzip kann ich da jetzt mal reinfilmen, aber ihr werdet nicht viel sehen. Das ist immer ein bisschen blöd, in so eine kleine Tanköffnung reinzufilmen und da euch zu zeigen, wie das nun aussieht. Es funktioniert einwandfrei. Und jetzt möchte ich euch noch eine andere Kleinigkeit zeigen. Das war es jetzt mit der Firma TankDoc. Wirklich herzlichen Dank nochmal an euch, dass ihr mir die Beschichtung zur Verfügung gestellt habt. Super Sache. Und wenn ihr eine Tankbeschichtung braucht, meldet euch bei den Jungs. Wirklich sehr hilfsbereit, sehr netter Kontakt. Muss ich wirklich sagen, auch schon Jahre vorher, bevor ich hier überhaupt mit YouTube angefangen habe, habe ich meine Tanks damit schon beschichtet. Und von daher, wenn er irgendeine Beschichtung macht, meldet euch bei ihm. Und zwar muss ich aufpassen, was ich jetzt mittlerweile filme. Und ihr seht schon, hier hängt der Luftfilterkasten.
Und hier der Deckel dazu, die habe ich auch schon natürlich angeschliffen, in der Badewanne zu Hause gereinigt. Das wird jetzt meine Frau zwar hören, aber mitgekriegt hat sie es nicht. Vielleicht sieht sie es auch nicht, das Video, das wäre natürlich vorteilhaft für mich. Allerdings habe ich dann den Luftfilterkasten in der Badewanne gereinigt. Und ja, dann wie gesagt mit Kunststoffprimer vorgrundiert und jetzt eben in Seidenmatt. Seidenmatt ist das, glaube ich, schwarz. RAL 9005 mal wieder lackiert, dann ist das wieder eine schöne saubere Oberfläche, sieht man eigentlich eh kaum, aber wenn man es jetzt schon macht, dann kann man es auch ja vernünftig machen in Anführungsstrichen, obwohl die Lackierung jetzt nicht super toll geworden ist, aber für den Luftfilterkasten, den man dann im Nachgang nicht mehr sieht und hier der Deckel, ist es voll okay. Dann haben wir hier noch meinen Auspuff, das war ja auch so ein Sorgenkind, da war ja diese Ummandelung rum und da hatte ich wirklich Angst, dass dieser Krümmer aussieht wie Harry Hirsch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass er so verborgen war, sieht er noch ganz gut aus. Also hier habe ich mich schon mal probiert, dran rumzupolieren, um zu gucken, ob ich da noch eine schöne Oberflächengüte herbekomme. Natürlich muss ich da einiges an Arbeit hineinstecken, aber das sollte sich wirklich ausgehen, dass ich den wieder vernünftig hinbekomme. Ein Wermutstropfen habe ich, und zwar hier oben, das seht ihr schon, eine kleine Dullagern, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich schon entspannt geworden, weil vor ein paar Jahren hätte mich diese kleine Delle noch so dermaßen aufgeregt, dass ich diesen Krümmer definitiv nicht verbaut hätte. Jetzt soll das Projekt ja in Anführungsstrichen ein Low-Budget-Projekt bleiben, was es sicherlich nicht mehr ist, da brauchen wir gar nicht um heißen Brei reden. Aber ich werde den Krümmer so verbauen, wie er jetzt ist, weil diese kleine Delle macht beim Abgasfluss nichts aus, rein optisch, ja. Tut weh, aber man kann es noch, glaube ich, verkraften. Vielleicht sieht man es auch gar nicht so sehr. Also vielleicht rede ich mir das jetzt auch gerade ein, aber ich hoffe es ganz einfach. Aber wie gesagt, der braucht noch viel Liebe. Ich habe auch in einige andere Teile schon sehr viel Liebe gesteckt, aber das hält wirklich auf und frisst natürlich immens Zeit. Wenn man dann eine neue Auspuffanlage kauft, könnte man sich natürlich wahnsinnig Zeit sparen. So ist jetzt der Stand der Dinge. Der Endschalldämpfer ist schon poliert. Wie gesagt, das angelaufene Blaue bekomme ich nicht weg, aber da kann ich nochmal rüberstrehen und euch das zeigen. Mal liegt er hier drin und ihr seht schon, der schaut wieder aus wie neu, zumindest das hintere Stück. Das, wie gesagt, das angelaufene Blaue bekomme ich nicht mehr weg, aber damit muss ich leben. Und jetzt habe ich noch eine Sache für euch, wo ich mich an euch wenden möchte. Erstmal sorry für die lauen Umstände, aber wie gesagt, ich muss die Heizung hier drin laufen lassen, hat seine Gründe und natürlich ist es auch kalt. Es ist wieder von den Temperaturen recht zapfig geworden und ich muss jetzt auch in diese Richtung filmen, weil hier stehen ein paar Dinge am Boden, die ihr noch nicht sehen sollt oder dürft oder wie auch immer. Jedenfalls geht es jetzt darum, bitte kommentiert jetzt mal unter dem Video. Möchtet ihr in den nächstkommenden Videos sehen, wie die Pulverbeschichtung oder der Lack von meinem Motorrad geworden ist? Oder soll ich es noch geheim halten? Was aber ein Umkehrschluss für euch bedeutet, wenn ihr es noch nicht sehen möchtet, muss ich es natürlich dann schwarz-weiß machen oder immer rauspixeln, aber wahrscheinlich wird es auch schwarz-weiß hinauslaufen. Aber so können wir natürlich den Spannungsbogen noch ein bisschen hochhalten. Also ihr habt die Möglichkeit, hier unter dem Video zu kommentieren und zu sagen, ja, ich möchte den Lack sehen oder nein, bitte halt es noch geheim. Und ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen und da werde ich auch eine Umfrage starten bzw. eine Abstimmung. Da könnt ihr natürlich dann auch nochmal zusätzlich abstimmen, mir natürlich auch folgen, wenn ihr das noch nicht tut, aber davon gehe ich aus. Und ansonsten würde ich sagen, danke für das Video. Ich weiß, es ist alles ein bisschen ein Heckmeck gerade, aber wir wollen ja, eine steile Spannungskurve. Und wie gesagt, ich bin auch wirklich im Stress, dass ich zurzeit gewisse Dinge noch nicht so ausführlich zeigen kann. Kommt aber wirklich alles noch. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ansonsten wisst ihr, wie der Hase läuft. Daumen nach oben, Abo-Button und die Glocke umhängen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaffee Racer steht. Ciao, servus.